Ich möchte an der Stelle noch auf dieses wunderbare Board hier hinweisen, auf diesen Screen. Hinten hinter diesem schwarzen Vorhang sitzt die Britta, die malt auf ihrem iPad quasi diese ganze Konferenz in Bildern. Also schauen Sie sich das in der Mittagspause gerne an. Sehr, sehr spannend, sehr lustig, sehr interessant. Gut, wir kommen zu dem letzten Referenten vor der Mittagspause. Er hat, Moment, jetzt muss ich schauen. Ja, genau, er hat einen super tollen Job oder eine super tolle Job Description. Das wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Er ist Senior Early Innovation Manager. Also ein Innovation Manager kann ich, aber ein Early Innovation Manager bei Beiersdorf AG. Sein Vortrag, ich denke, also kaufe ich, wie Maschinen uns das Einkaufen abnehmen könnten und was das für das Marketing bedeutet. Herzlich willkommen mit einem großen Applaus, Dirk Ploss. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielleicht ganz kurz ein kleiner Disclaimer. Es gibt ja normale Menschen und es gibt verpeilte Menschen. Und dann gibt es mich und ich kann eigentlich, was verpeilt sein angeht, nur das Ergebnis einer besonderen Kraftanstrengung gewesen sein. Wir haben heute ja sehr viel über Automatisierung gesprochen. Ich kämpfe permanent gegen meinen eigenen Autopiloten. Das ist gar nicht lange her, da hat meine damalige Frau mich gebeten, doch bitte auf dem Weg zur Arbeit den Müll mit rauszunehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Über Probleme nachgedacht und nach 4 Stationen in der S-Bahn habe ich festgestellt, dass ich immer noch diesen Müllbeutel in der Hand hatte. Aber egal, um diese Art von Autopilot geht es heute nicht, sondern es geht tatsächlich darum, wie können wir maschinelle Autopiloten eigentlich dafür nutzen, uns das Leben wirklich leichter zu machen. Das ist jetzt so ein bisschen kleine Antithese zu dem, was wir vielleicht teilweise schon gehört haben, weil hier geht es eben nicht um Manipulation, sondern hier geht es tatsächlich darum, wie wir Maschinen auch letzten Endes aus Marketing-Sicht zu den wichtigsten Kunden gemacht haben. Ganz kurz nur zu mir. Ich habe einen etwas bunteren Lebenslauf, bin online seit 1985, komme eigentlich aus der klassischen Reklame, habe 4 Startups gegründet, 2 vor die Wand gefahren, 1 verkauft, war lange bei Otto, 2 Jahre im Startup in Leipzig und tatsächlich jetzt seit 7 Jahren mittlerweile bei Beiersdorf, also dem Unternehmen, das sowohl die bekannteste Hautpflegemarke der Welt, Nivea, als auch die teuerste Hautpflegemarke der Welt, La Prairie, unter einem Dach vereint. Und was mache ich da? Als Senior Early Innovation Manager, das klingt erstmal cool, ist es auch. Tatsächlich ist mein Job im Wesentlichen die Zukunft zu erraten. So, weil normalerweise, was Leute über die Zukunft denken, ist, sie nehmen die Vergangenheit und dann führen sie die gedanklich linear fort. Das entspricht ja nicht der Realität. Tatsächlich ist es so, dass es unendlich viele Zukünfte gibt, ja, nämlich alles mögliche Zukünfte. Und jetzt kommt tatsächlich mein Job ins Spiel. Was ich versuche, ist, das einzugrenzen auf wahrscheinliche Zukünfte und da dann zu erkennen, was könnten da zukünftige Chancen im Sinne von neuen Geschäftsmodellen, neuen Produkten, neuen Ertragsfeldern für unser Unternehmen sein. Und wenn wir dann einfach mal in die Realität, wie sie uns heute darstellt, reinschauen, dann kann man sagen, dass der Konsument flächendeckend, egal welcher Altersgruppe, heutzutage der Generation Overkill zugeordnet werden kann. Und das drängt ihn in eine permanente Abwehrhaltung gegen alles, was wir Marketer so tun. Realität Nummer 1, der Kunde lebt in einer Situation der permanenten Überforderung. Das betrifft zum Beispiel Informationen. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Knapp 90% aller jemals entstandenen Informationen sind in den letzten 18 Monaten entstanden, sagt Oracle zumindest. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich mein gesamtes Leben von Geburt an bis zu meinem Tod mit 82,5 Jahren nur damit verbringen wollte, neue YouTube-Videos zu gucken, würde ich exakt den Content eines Tages schaffen. Weil pro Minute 500 Stunden neues Material auf YouTube hochgeladen werden. Das ist nicht mehr verarbeitbar. Konsum das Gleiche. Nehmen wir eine Plattform wie JD.com. Da finden wir allein 6000 Hautpflegemarken. Nicht Produkte, sondern Marken. Jede natürlich mit einer Vielzahl von SKUs dahinter. Und diese absolut abhängig machenden Algorithmen.
ja, das Digital Dopamin, das uns tatsächlich ja dazu führt, dass wir über das Endless Scrolling immer weiter neue Informationen aufnehmen und die gar nicht mehr wirklich verarbeiten können. Das Zweite, was damit sehr stark einhergeht, die steigende Verunsicherung, die wir überall sehen. Das sind teilweise ganz aktuelle Themen, wie zum Beispiel die Inflation. Ja? Das hier ist ein 5-Euro-Schein. Zweitens, der Klimawandel, ja? Der natürlich auch gerade die jüngeren Generationen, die Generation Z, in eine Situation treibt, dass sie glauben, sie leben in einer Welt der Dauerkrisen. Das ist deren Erwartungshaltung für die Zukunft. Gesundheit, weiteres Beispiel, betrifft uns alle nach wie vor mehr oder minder stark. Und die Politik, wo auch unsere Konsumenten eine stärkere Polarisierung wahrnehmen und wenn sie zu einer bestimmten Gruppe nicht mit dazugehören, tatsächlich auch sich ausgegrenzt fühlen. Auch das ist ja mittlerweile ein ganz treibender Faktor dafür, wie sich die Lebensrealität unserer Kunden darstellt. Und jetzt schauen wir mal von der Konsumentenseite rüber auf die Unternehmensseite ins Marketing. Auch da ist ja nicht alles rosig und wunderbar, ja, sondern auf der einen Seite, ja, wir haben mehr Möglichkeiten, unsere potenziellen Kunden zu erreichen, als wir jemals hatten. Aber es war auch noch nie so schwierig, die auch sinnvoll zu nutzen. Und da geht es nicht nur, wie Stefan so schön aufgeführt hat, darum, dass jeder einzelne Online-Kanal seine eigene Komplexität mitbringt, sondern es geht tatsächlich auch noch um ganz andere Faktoren. Der erste ist diese unfassbare Konzentration von Daten, Kundenzugängen und Informationsmacht, die wir überall sehen. Dieses Online-Monopoly. Amazon beispielsweise in der westlichen Welt ist dominant, was E-Commerce angeht. Ja, 2021 hatten die im E-Commerce einen Marktanteil von bummelig um und bei 57%. 44% aller Produktsuchen starten nicht auf Google oder einer anderen Suchmaschine, sondern direkt auf Amazon. Und über Amazon Web Services hosten die auch noch 33% aller Webseiten. Das heißt, egal wie Sie oder ich uns durchs Internet bewegen, wir können nicht an Amazon vorbeikommen und wir können nicht unsere Daten vor Amazon geheim halten. Ist einfach nicht machbar, wenn wir das Internet nutzen wollen. Und dann natürlich diese ganzen neuen Medien. Ja, TikTok, YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Tatsächlich, Bekannter von mir erzählte, dass seine Tochter ein Referat halten sollte über Ötzi. Und nach 2 Stunden beinahe weinend aus ihrem Zimmer herauskam und sagte, ich finde keine Informationen über Ötzi. Und er so, what? Nimmt sein Handy, ruft Wikipedia auf und sagt, guck mal hier, seitenlang. Und sie so, ja, aber auf YouTube gab's nichts. Tatsächlich ist mittlerweile Bewegtbild für einen Großteil der nachfolgenden Generation und speziell YouTube das Informationsmedium schlechthin. Wie bedienen wir das? Und wenn wir dann mal uns so etwas wie TikTok anschauen, dann sehen wir, dass es hier ein unfassbares Ungleichgewicht gibt. Netflix 9,6 Billionen Minuten letztes Jahr geschaut, TikTok mehr als das Doppelte. Und jetzt schauen wir mal die Ressourcen dagegen an und dann sehen wir plötzlich, hier findet eine Machtverschiebung statt. TikTok hat $200 Millionen insgesamt an Budget für Content Creators. Netflix weit über 20 Milliarden. Und das ist das Ergebnis davon. Ja. Und dann natürlich neue Nadelöhre. Es wurde ja heute schon häufiger über digitale Assistenten gesprochen, so wie den Echo beispielsweise. Meine Wohnung ist voll davon. Ich habe tatsächlich in jedem Zimmer einen stehen, weil ich versuche, mir das Leben einfach zu machen. Aber es gibt ja auch andere Nadelöhre. Nehmen wir sowas wie Gorillas oder Flink oder ähnliches. Die haben eine minimierte Regalsituation. Ja? Da gibt es eben nicht mehr 20 Hautpflegemarken, sondern eine, vielleicht mal zwei. Ja? Eine vegan und eine nicht vegan. Die Frage ist jetzt, nach welchen Kriterien entscheidet sich, welche damit reinkommt, ist für uns Marketer ein riesen neues Problem, das wir so vor langer Zeit noch gar nicht hatten und eigentlich dachten, was mit online, mit dem endlosen Regal, auch schon längst der Vergangenheit angehören würde. Und dann natürlich so der Blick in die Zukunft, Web 3, das derzeit alles bestimmende Thema. Egal, ob wir jetzt über die Blockchain reden, über das Metaverse oder über NFTs, da wird diese Konzentration ja sogar noch schlimmer. Binance beispielsweise, größte Crypto-Trading-Plattform, über 20% Marktanteil. Die 100 schwersten Bitcoin-Investierer, die sogenannten Whales, haben zusammen über 15% aller verfügbaren Bitcoin in ihrem Besitz. Und OpenSea, wo NFTs, also Non-Fungible Tokens, gehandelt werden, digitale Besitzzertifikate vereinfacht gesagt,
hat einen Marktanteil von über 80%. Also wenn Ihnen irgendjemand erzählen möchte, das Wesen von Web 3 sind Dezentralisierung, no, ist es nicht. Und das nächste ist natürlich Daten. Jenny hat es eben wunderbar auch schon gesagt, Daten sind nicht gleichzusetzen mit Wissen, sondern wir sehen, und das ist jetzt reine Beobachtung aus verschiedenen Unternehmen, wir sehen verschiedene Herausforderungen, wenn es um Daten geht. Das erste ist zu wenig Daten. Nehmen wir einen Markenartikelhersteller wie uns. Meistens wissen wir gar nicht, wer unser Endkonsument tatsächlich in der Masse ist. Ja, tatsächlich, das weiß unser Händler. Wir nicht unbedingt. Und wir sind auch nicht in der Lage, mit einem klassischen Nivea Deo für 1,25 ernsthaftes Direct-to-Consumer-Business aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viel zu viele Daten. Ja, auch das ist ja unsere Lebensrealität, weil wir haben 20 verschiedene Datentöpfe im Unternehmen und alle sind voller Daten, teils redundant, teils widersprüchlich, teils schlichtweg falsch. Was der nächste große Faktor ist, zu miese Daten. Ja, tatsächlich, ein Großteil der Daten, die uns zur Verfügung stehen, sind irreführend oder sie sind schlichtweg falsch. Sie sind manipuliert, sie kommen nicht einmal von Menschen, sondern sie sind maschinengeneriert. Und natürlich zu alte Daten sehen wir häufig. Am Ende des Tages führt das Ganze dazu, dass selbst wenn wir ausgereifte BI-Systeme haben, kommt immer noch der menschliche Faktor dazu. Und da ist das größte Problem. Kognitive Arroganz, nenne ich das Ganze. Tatsächlich, ich sehe die Daten, mir sagt auch jemand, wie ich das zu interpretieren habe, und ich sage, nö, haben wir vor 2 Jahren schon probiert, funktioniert nicht. Also auch dieses Leugnen, dass sich die Welt weiterentwickelt. Niemand tatsächlich oder kaum jemand denkt heutzutage konsequent und Kohorten und weiß, dass die Sommersemester-Kohorte bei einem E-Learning-Anbieter am Anfang des Semesters eine ganz andere ist als am Ende des Semesters und ich die Tests, die ich gemacht habe, nicht miteinander vergleichen kann. Das ist das, was ich kognitive Arroganz nenne. Und dann haben wir die dreiste Herausforderung. Es wird ja immer viel geredet von dem gläsernen Kunden. No way. Ja, das ist so unser Wunschdenken als Marketer, dass es den so gäbe. Das erste ist mal, wie viele unserer Kunden sind denn tatsächlich echt und wie viele sind simuliert? Ja, tatsächlich sehr schön immer zu sehen, wenn neue Apps gelauncht werden, dann kann ich mir das ja problemfrei auch einkaufen, dass diese Apps unglaublich oft runtergeladen werden. Da gibt es sogenannte Clickfarmen, die kann ich ganz normal buchen. Oder Fake-Follower. Ja? Jeder denkt so, Donald Trump, 80 Millionen Follower. 70% davon Fake-Follower. Das heißt Bots, Einmal-Accounts, Propaganda-Accounts und Ähnliches. Da sind wir auch häufig dann wieder bei dem Punkt, wie genau gucken wir eigentlich auf unsere Daten, die wir zur Verfügung haben. Sind es wirklich die 80 Millionen? Man muss immer noch eine Ebene tiefer gucken. Online-Marketing, ja, das Eldorado des Betruges, so kann man es ja einfach sagen tatsächlich. 77% aller Display-Ads werden nie von irgendeinem Menschen gesehen. Ja, tatsächlich, über die Hälfte des gesamten Internet-Traffics wird von Maschinen verursacht, nicht von Menschen. Aber irgendwo sitzt bei uns ein armer Data Scientist im Analytics Department und sagt, ja, also 3/4 unserer Kunden haben so und so geklickt. Nee, haben sie nicht, das war ein Bot. Ja, so. Und Stichwort Bots, Robo-Shopping, tatsächlich, dass Roboter mittlerweile genutzt werden, um einzukaufen, ist ja soweit schon ins Absurde gedreht worden, dass wir in Frankfurt einen Händler von Sneaker haben, der verkauft Fotos von neuen Turnschuhen. Warum? Wenn so ein neuer Nike-Schuh auf den Markt kommt, dann ist der ratzfatz ausverkauft und plötzlich das 5-fache dessen Wert, was der UVP mal war. Das ist ganz normal da in diesem Markt. Und das haben natürlich Leute dann automatisiert und haben gesagt, sobald der Shop online geht, automatisiert kaufen wir alle Schuhe, die es gibt. Das wollte der Händler aber nicht, weil er gesagt hat, nein, ich möchte hier meine Community auch wirklich bedienen. Was hat er gemacht? Er hat angefangen, Fotos dieser Schuhe zu verkaufen. Hat das auch klar benannt. Foto eines Nike Air Jordan XYZ oder sonst wie. Rechtlich also nicht mehr angreifbar. Kamen natürlich dann hinterher die ganzen Roboshopper und haben gesagt, ja, aber wir dachten ja. Er hat gesagt, ja, Pech, ne? Programmiert bessere Roboter. So, tatsächlich diese Absurdität hat da die Automatisierung schon erreicht. Und dann natürlich Chatbots, wir hatten es wunderbar schon heute mehrfach. Die Daten, die aus Chatbots herauskommen, die werden meistens nicht genutzt. Was da allein für ein Potenzial brach liegt, was Beschwerdemanagement angeht. Ja, es wird nicht konsequent genutzt. Welche Bewertung würden Sie unserem Service geben? 1 Stern. Vielen Dank für Ihre Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
Also das ist tatsächlich das. Und ich glaube tatsächlich, dass das zu einer Situation führen wird, wo wir es mit Machtverschiebung zu tun kommen. Und das ist ein Gedankenspiel, nämlich wir gehen einfach mal davon aus, Marken werden weiter verwässern. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Das erste ist, lokale Marken, Indie-Brands und ähnliches werden immer größer, wachsen mit einem viel größeren Käger als wir großen Marken. Zweitens, wenn etwas funktioniert, wird es sofort vielfach kopiert. Die Copycat-Economy ist gerade im Startup-Ökosystem extrem verbreitet. Influencer, jeder Influencer, der was auf sich hält, muss heutzutage eine eigene Brand auf den Markt bringen. Ja? Auch das führt dazu, dass die großen alten Marken mehr und mehr verwässern. Und selbst bei den Influencern, wenn sie dann Marken aufgebaut haben, auch die sind ja nicht sicher. Finn Kliman, ich weiß nicht, ob es da einer oder mitbekommen hat, derzeit extrem unter Beschuss. Ankerkraut hatten das Problem, sie haben an einen Investor verkauft und der Investor hat jetzt an Nestlé weiterkauft. Und plötzlich waren diese ehemaligen Helden der Startup-Szene personas non grata. Ja? Montana Black hat sich vor allen Dingen damit ausgetan, dass er ja nicht besonders gut recherchiert hat und permanent Fake- oder Scam-Aktivitäten gepostet hat. Das zweite ist, Können geht heute auch ohne Lernen. Ja? Ich kann mittlerweile alles as a Service bekommen, auch mein Buch schreiben lassen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe 15 geschrieben tatsächlich bislang, aber die alle noch wirklich selber. Ich glaube, Thomas, bei dir wird es genauso sein. Du würdest dir das auch nicht schreiben lassen. Aber der Service existiert heute und wird auch redlich genutzt. Programmieren muss ich auch nicht mehr können. Ich habe Low-Code- und No-Code-Plattformen. Da brauche ich ein visuelles, logisches Verständnis. Das reicht, um Programme zu schreiben. Und natürlich Open Source. Es gibt eigentlich für alles heutzutage eine Bibliothek. Wenn ich ein Problem lösen will, finde ich auf GitHub dafür etwas, was dieses Problem schon mal gelöst hat. Und das führt letzten Endes dazu, dass aus meiner Sicht alles irgendwann demokratisiert wird. In der Disruptionstheorie kennen wir das, die 6D der exponentiellen Veränderung. Und nach Demonetarisierung kommt dann eben Demokratisierung. Und jetzt kommt der spannende Faktor für die Verbraucher. Na, was ist denn deren Interesse? Deren Interesse ist ja nicht mehr Konsum oder besseren Konsum. Wir starten Rossi. Ja, Herr Rossi hat einen Wunsch. Eis vom Nordpol flambiert mit Punsch. Eine Schokolade Mond. Dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Stündchen dazu Tee. Herr Rossi hat das noch etwas anders gesehen. Herr Rossi dachte, durch mehr Konsum und mehr Statussymbole würde er glücklicher werden. Wir wissen, heutzutage ist nicht der Fall. Auch das Einkommen ist nur bis zu einem gewissen Level tatsächlich glücklichkeitsfördernd. Danach ist es Zeit. Wenn wir Geld ausgeben, um Zeit zu sparen, macht uns das erwiesenermaßen glücklicher. So. Und das können wir nutzen. Das können wir als Verbraucher heutzutage aktiv nutzen. Synthesia, was vorhin ja auch schon gezeigt wurde, diese Deepfake-Assistenten. Mich gibt es auch als Deepfake. Ja, also ich kann in über 60 Sprachen mittlerweile Vorträge halten. Ist total cool. Zwar nur online, weil live kann ich die Sprachen noch nicht, aber da geht's. Dann, vielleicht kennen Sie das mit diesem Hund, der einkaufen geht. Jetzt nehmen wir eine Preissuchmaschine wie Idealo und sagen der, aber du gibst mir nicht eine Warnung, wann das Produkt günstig ist, sondern du kaufst es direkt für mich. Ja? Ich nehme also hier den letzten menschlichen Faktor einfach aus dem Einfluss raus. Und natürlich Entlastungsabos. Ich träume von einer Welt, wo ich nur noch Dinge selber einkaufe, die ich auch einkaufen will und nicht muss. Kein Katzenstreu, kein Klopapier. Das möchte ich alles an Algorithmus auslagern, der genau weiß, wann ich das zum nächsten Mal brauche und es mir zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge nach Hause liefert. Wenn wir das jetzt mal überlegen, was würde das bedeuten? Dann bedeutet das, dass unsere Customer Journey und unser Purchase Funnel tot sind, mausetot. Und zumindest für diese Low-Involvement-Produkte, für die Commodities. Das ist der, den wir kennen. Awareness, Consideration, Purchase, Loyalty, Advocacy. Da setzen wir Marketer ja auch immer an. Wenn das jetzt aber großteilig automatisiert wird, dann sind wir plötzlich da. Dann wird errechnet über einen Algorithmus ein Demand. Du solltest jetzt wieder Toilettenpapier rauchen. Als nächstes wird es geliefert. Und dann erst kommt die Consideration. Oh, das Toilettenpapier. Stimmt, ist fast alle. Prima. Confirmation oder auch Feedback. Ich schicke es zurück, weil ich es nicht gebraucht habe. All das ist ja mittlerweile technisch kein großes Problem mehr. Es wird nur noch nicht ausreichend gemacht. Und damit sprechen wir plötzlich zu neuen Zielgruppen. Mittlerweile müssen wir nicht mehr nur an Menschen verkaufen, sondern an Maschinen. Und da stellt sich die Frage, wie entscheiden die? Ja, und die entscheiden eben teilweise auf Basis
mehr oder weniger komplexe Algorithmen. Die nehmen aber auch Feedback stark mit ein. Ratings und Reviews spielen eine große Rolle. Retourenverhalten spielt eine große Rolle. Und. Ja. Und bitte nicht verwechseln, Suchmaschinenoptimierung hat damit nichts zu tun. Suchmaschinenoptimierung versucht immer noch, den Menschen zu beeinflussen. Purchase Automation versucht, den Algorithmus gezielt zu beeinflussen. Und daraus ergibt sich dann für mich etwas, das nenne ich den futuristischen Imperativ. Dinge, die wir heute tun müssen. Nämlich in die Zukunft schauen und erstmal Risiko bewerten. Tatsächlich, wie wahrscheinlich ist es, dass meine Angebote, meine Produkte zukünftig nicht mehr von Menschen, sondern maßgeblich von Maschinen gekauft werden? Zweitens, daraus abgeleitet, für die zu überlegen, wie muss ich eigentlich mein Marketing für Maschinen aufbauen? Und das ist der wichtigste Faktor, Service, Service, Service. Weil am Ende des Tages wird ein Kunde vielleicht einmal kaufen oder kaufen lassen über die Maschine. Aber wenn hintendran der Service nicht funktioniert, dann war es auch das letzte Mal, dass er das Ganze tut. Und das ist ja nicht unser Ziel, sondern wir möchten auch, dass der Algorithmus sagt, mein Owner war so zufrieden, dass er auch gerne wieder bei mir einkauft. Und das war's. Ich habe es gesagt, ich schaff's in 20 Minuten. Ich hab's in 20 Minuten geschafft. Dankeschön.